Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von dem Camper-Ausbau. Mein Name ist Stefan und für alle, die jetzt neu auf diesem Kanal sind, ich bin Landschaftsfotograf und ich baue mir gerade einen VW Crafter zu einem Off-Grid-Camper-Van aus, damit ich damit richtig viel unterwegs sein kann. Und in dieser Episode geht es jetzt darum, dass ich mal so ein bisschen Soundisolierung und dann auch Wärmeisolierung mache. Das heißt, ein bisschen Alu-Butyl und auch mit Armaflex werden wir jetzt hier viel arbeiten. Und dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß. Vielen Dank an den heutigen Sponsor des Videos, Cruise Vision. Dazu habe ich schon mal ein extra Video gemacht. Wenn du Bock hast, mit der Fotografie Geld zu verdienen und dabei auch noch die ganze Welt zu sehen, dann schau dir mal das Video an, was ich dir da oben verlinkt habe. Da gibt es weitere Informationen. Du kannst nämlich sowohl in Hotels als auch auf Kreuzfahrtschiffen als Fotograf arbeiten, die Welt sehen und dabei noch Geld verdienen. Also, schau dir auf jeden Fall das andere Video an und unten in der Videobeschreibung ist auch der Link, wo du direkt mit der Firma Kontakt aufnehmen kannst. Viel Spaß! So Leute, nicht, dass ihr denkt, ich simuliere hier. Das Ding ist echt schwer. Das ist jetzt das Material für die Sounddämmung. Da steht übrigens auch direkt nochmal drauf, habe ich auch schon ganz oft jetzt in anderen Videos gesehen, dass man sich unbedingt Handschuhe anziehen soll, weil man sich daran sehr, sehr einfach wohl schneiden kann. Das ist jetzt Alu-Butyl. Das werde ich jetzt hier entsprechend ein bisschen zurechtschneiden und dann kann man es direkt aufkleben. Es ist selbstklebend und das kann ich dann direkt hier aufs Blech kleben. Das hat einfach den großen Vorteil, wenn ich unterwegs bin und es regnet zum Beispiel irgendwo und ich will jetzt hier drin schlafen, dann würde normalerweise jetzt der Regen hier drauf prasseln und relativ laute Geräusche machen. Und mit so einer Sounddämmung kriegt man dieses ganze Geräusch ein bisschen dumpfer und dadurch auch ein bisschen leiser und auch ein bisschen angenehmer dann. Dann kann man hier auch besser drin schlafen. Deswegen mache ich das Ganze. Aber das Wichtigste zuerst, Handschuhe anziehen und dann geht's los. So, wir machen mal einen ganz kurzen Soundtest, damit ihr mal den Unterschied spürt. Ja, hört man das? Also dadurch, dass wir jetzt hier schon ein bisschen Sounddämmung dran haben, ist es natürlich nicht mehr ganz so krass, dieser Unterschied, aber hört man das? Das ist ohne und das ist mit. Also hört man, finde ich, schon einen Unterschied, obwohl hier schon Sounddämmung drin ist. Die werde ich jetzt noch ein bisschen erweitern und dann geht's an die Wärmeisolierung. So, ich habe das jetzt im Van gerade schon mal ausgemessen. Ich brauche immer 20 x 30 cm. Das kann ich hier mit so einem Winkelmesser sehr gut jetzt abmessen hier. Und dann kann ich das Ganze hier, weil das Gute ist, das Ding ist insgesamt 40 cm breit, das heißt, ich kann immer genau zwei Bahnen hier schneiden. Zack, nur einmal hier kurz rein, dann mit dem Winkel angelegt, dass es dann auch wirklich 90 Grad hat. Ich schneide auch immer nur so 29 cm in der Länge. Es muss nicht haargenau immer überall passen. Dann einfach mit dem Cuttermesser hier einmal drüber, zack. Und dann kann man das, ich schneide nicht komplett durch, weil ich darunter Steinfliesen habe. Sonst würde ich mein Cuttermesser kaputt machen. Aber man kann es dann sehr gut biegen und dann quasi so brechen, mehr oder weniger. So, und jetzt bringen wir das Ganze an. Wir haben jetzt hier schon einmal, hier einmal. Hier zwischen ist schon werkseitig angebracht, da braucht man nicht mehr dämmen. Aber hier will ich noch einmal machen. Und jetzt geht es nur noch darum, wie gesagt, Handschuhe sind sehr wichtig. Jetzt geht es nur noch darum, hier einmal die Unterseite abzuziehen. Das klebt dann auch sehr gut, da muss man aufpassen, nicht zu doll auf die klebende Seite fassen. Man sieht es schon relativ gut. Klebt wie Sau. Und jetzt Kante auf Kante hier oder kurz davor. Dann pappe ich auch immer erst nur eine Seite an, gucke, dass das alles passt. Das ist hier fast ein bisschen zu groß schon. Und fertig ist das Ding. Boom. Wie sich das anhört. Oh, geil. Nice. Könnt ihr mal wieder machen.
Wir haben jetzt das komplette Auto einmal soundgedämmt und ich finde, das hört sich richtig gut an. Also das ist richtig schön dumpf jetzt, dieses Geräusch, wenn da irgendwas draufkommt, und genauso wollte ich es haben. Ich habe das einmal hier oben überall gemacht. Es war ja werkseitig schon ein bisschen was drauf von VW. Da habe ich dann nichts Neues drauf gemacht, aber überall, wo halt noch nichts war, ne, haben wir das jetzt hier noch drauf gepackt. Genauso hier auch an die Seiten. Hier habe ich es auch unten drunter nochmal so ein bisschen gepackt, da wo es halt noch geklirrt hat, so richtig, wenn man dagegen klopft hat. Und das habe ich jetzt fertig bekommen. Es hat blöderweise schon wieder fast den ganzen Tag gekostet. Ich dachte eigentlich, ich komme heute viel weiter, aber ich saß jetzt fast fünf Stunden ungefähr daran, das hier alles zurechtzuschneiden, zurechtzukleben und so weiter. Was wir jetzt machen, zum einen, ich werde jetzt anfangen mit Armaflex, das habe ich mir jetzt hier schon mal hingepackt. Wir werden jetzt also die Wärmedämmung quasi machen. Das wird jetzt hier überall an die Seiten, an die Wände, auf den Boden später noch kommen, an die Decke und so weiter. So Leute, jetzt geht's los mit dem Armaflex. Ich habe jetzt gerade schon mal die erste Fläche ausgemessen und ich habe mich jetzt auch dafür entschieden, mit der Decke anzufangen. Hat den ganz einfachen Grund, weil es, glaube ich, das Einfachste ist, weil man da relativ große Stücke auf einmal verlegen kann. Ich bin jetzt mal sehr gespannt, wie das Ganze funktioniert. Ich habe mir tausende Videos angeguckt selber, wie andere Leute das verlegt haben. Deswegen bin ich jetzt umso gespannter darauf. Als erstes müssen wir das Ganze mal zurechtschneiden. Eine Sache noch, es wird ja immer viel darüber diskutiert, welches Messer man für sowas nehmen soll, um das Armaflex zu schneiden. Viele nutzen da einfach so ein Cuttermesser. Man hört aber immer wieder, dass es relativ stumpf wird schnell. Brotmesser sind auch angesagt. Ich habe tatsächlich hier in einem Shop ein Dämmstoffmesser direkt gefunden. Ich weiß gar nicht mehr, wie teuer das war. Irgendwie so um die 7 oder 8 Euro, glaube ich. Ich hoffe, dass es damit umso besser geht und ich hoffe, dass auch ein so ein Messer ausreicht. Aber warum eigentlich nicht? Jetzt geht's los. Jetzt werde ich das erste Mal Armaflex ankleben. Ich bin mal selber sehr gespannt drauf. Im Endeffekt, es ist ja selbstklebend, im Endeffekt zieht man hier nur hinten die Folie ab. Wenn man sie dann erwischt. So. Ich ziehe auch immer jetzt erstmal nur so ein bisschen hier ab. Klebt es dann jetzt hier erstmal direkt an die Ecke dran. So, ich bin hier immer noch beim Armaflex und jetzt kommen wir so langsam an Stellen, wo es da ein bisschen komplizierter wird. Zum Beispiel mal hier so eine Aussparung machen, weil irgendwie der VW Crafter ist so gebaut, der hat hier ganz viele verschiedene Ecken und Kanten. Und jetzt habe ich das einfach mal so ausgeschnitten, dass man das jetzt hier so reinstecken kann. So, muss ich gleich noch festkleben. Den Rest, den ich ausgeschnitten habe, den kann ich jetzt wieder dahinter kleben. Ist halt ein bisschen komplizierter alles, wird ein bisschen Zeit dauern. Aber zumindest ist jetzt mal das Dach so einigermaßen fertig, außer hier vorne. Das lasse ich noch frei, weil ich hier wahrscheinlich noch mal hinter muss. Ich will gucken, ob ich den Fahrgastraum vielleicht auch noch ein bisschen isolieren kann. Aber grundsätzlich ist sonst erstmal zumindest das Dach jetzt fertig. Jetzt geht es gleich weiter mit den Seiten. Hier kommen überall dann die Sachen rein. Auch hier bei den Heckverbreiterungen, bei den Longsleepern. Hier ist es wieder relativ einfach. Hier hat man einfach eine große Fläche, die kann man reinkleben. Sieht schnell nach was aus. Weiter geht's. So, jetzt kommt hier wieder 3 mm Armaflex. Hier seht ihr es ja auch, habe ich hier überall schon immer genommen. Das ist quasi so ein Klebeband, 6 cm Breite. Gibt es auf so einer Rolle. 3 mm Armaflex. Das klebe ich jetzt hier noch einmal rüber, damit diese Kante hier verschwindet. Und damit es dann hier auch wirklich komplett dicht ist. Weil man sieht immer diesen Unterschied hier in der Höhe. Den kann ich leider nicht so komplett ausgleichen. Aber wenn man jetzt hier so ein Band rüber klebt, dann sieht es eigentlich relativ ordentlich aus. Thank you.
Jetzt habe ich mir mal hier für die Heckverbreiterung Schablonen aus Umzugskartons gebastelt. Hier drüben haben wir es schon einmal fertig gemacht. Ich habe es lieber schon einmal vorher gemacht, bevor ich es im Video zeige. Hat ganz gut funktioniert. Und die gleiche Schablone können wir jetzt hier drüben auch nehmen. Zum Glück sind die Dinger baugleich. Da habe ich die Schablone einfach nur einmal umgedreht. Und ich gucke jetzt hier nochmal, ich kontrolliere das jetzt nochmal, ob das alles so genau passt. Sieht aber gut aus und diese Schablone nehme ich jetzt einfach. Werde jetzt die einmal auf das Armaflex draufpacken, einmal anzeichnen. Dann kann man das Armaflex gut ausschneiden. Wie gesagt, es ist nicht ganz gerade, deswegen die Schablone dafür. Und dann kann man das hier ganz simpel und einfach auch hier dann wieder einkleben. Ihr könnt ja hier nochmal gucken. Ich habe jetzt natürlich erstmal hier das Armaflex nur wirklich frontal drauf geklebt. Hier unten hat man jetzt und an den Seiten auch und oben auch hat man natürlich noch eine Stelle. Hier würde ich jetzt nochmal eine Armaflex dann einfach nehmen, so Streifen schneiden und die dann hier unten nochmal rankleben. Bei 19 mm Armaflex hier so um 90 Grad rum geht, aber gerade wenn wir dann hier noch die Kurven drin haben, das ist eigentlich nicht mehr machbar. Von daher habe ich mir jetzt überlegt, stückele ich das Ganze, lege jetzt hier einfach nochmal so eine Rundung einmal drum und dann kann ich das mit dem 6 mm bzw. mit dem 3 mm Armaflex dann hier noch schön verkleben und dann ist es am Ende auch richtig gut abgedichtet. Ich klebe mal erstmal eine Ecke hier fest. Guck jetzt nochmal, ob das überall passt. Zack. So. Jetzt immer schön langsam die Folie abziehen und dabei immer schön andrücken hier, dass wir hier auch keine Luft mehr drunter haben. Sehr schön. Sieht doch schon mal sehr, sehr gut aus. So, wie gesagt, jetzt hier den Rand herum, da müssen wir noch mal extra machen. Das kleben wir dann zusammen. Aber ich finde, das lässt sich doch schon mal sehen, oder?